Herr Meuthen, zwei spannende Parteitage liegen hinter uns. Der Parteitag nähert sich jetzt dem Ende zu. Was ist so Ihr Fazit zu dem Sozialparteitag der AfD? Also es ist ja durch die Unruhe, die ein Stück weit auch durch meine Rede da reinkam, die sehr kontrovers aufgenommen wurde, ein Stück weit zu wenig mehr beachtet worden, das, worum es eigentlich ging, um den Leitantrag Sozialpolitik. Der ist verabschiedet worden mit einer beeindruckenden Mehrheit. Wir haben damit das programmatische Loch, das wir noch hatten, geschlossen. Das ist der eigentliche Erfolg. Daneben haben wir erfolgreiche Besetzungen des Bundesvorstandes, Nachbesetzungen gehabt und des Schiedsgerichtes. Insofern ziehe ich insgesamt ein sehr, sehr zufriedenes Fazit dieser Veranstaltung. Sie haben gerade eben schon den Leitantrag angesprochen gehabt. Was sind denn da so Ihre zwei wichtigsten Punkte, mit denen die AfD nächstes Jahr im Bundestagswahlkampf rausgehen wird? Ich glaube, dass im Bundestagswahlkampf selbst diese Aspekte nicht so die Rolle spielen werden. Es wird keine Partei geben und wir werden da keine Ausnahme machen, die jetzt einen Bundestagswahlkampf mit Rentenpolitik bestreitet. Denn das ist ein Thema, mit dem man relativ schlecht beim Wähler punkten kann. Weil wenn man die Logik der Zahlen sich anschaut, ist das ein sehr undankbares Thema. Und das wird bei uns auch nicht anders sein. Es war aber wichtig, hier die Lücke zu schließen, die wir noch hatten. Wir haben Medienvertreter immer wieder gesagt, da seid ihr blank. Ich habe gesagt, wir sind da überhaupt nicht blank, wir sind da hochkreativ. Jetzt haben wir das in Parteiprogramm gegossen und das ist wichtig. Ich glaube nicht, dass das unmittelbar für den Bundestagswahlkampf eines der zentralen Themen sein wird. Den Vorwurf haben Sie gerade eben schon angesprochen, dass die AfD da kein Konzept haben würde. Nun hat die AfD sich einen Leitantrag oder ein Programm gegeben. Was unterscheidet das Programm denn von den Ansätzen der anderen Parteien? Also ich glaube, dass die zentrale Unterscheidung, wenn Sie es jetzt mal auf die Rentenpolitik beziehen, die Kinderkomponente ist, die wir da eingebaut haben, das ist bei uns deutlich stärker ausgeprägt als bei den anderen Parteien. Ansonsten sind wir da ja, ich hatte da ja durchaus meine Skepsis, relativ stark im konventionellen Bereich geblieben. Aber da haben wir wirklich substanziellen Unterschied, mit dem wir, denke ich, auch tatsächlich punkten können. Nun nähert sich der Parteitag, wie ich es anfangs schon gesagt hatte, langsam dem Ende zu. Das Kapitel ist jetzt fertig. Und nächstes Jahr steht ja dieser sehr, sehr große Wahljahr vor der Tür. Was denken Sie auch als Ausblick für das nächste Jahr? Wie wird sich die Sache entwickeln, auch was die Corona-Maßnahmen angeht, was die Wirtschaft angeht und was auch die AfD betrifft? Wie wird 2021? Also ich hege wie wahrscheinlich alle Menschen die Hoffnung, dass sich die Corona-Problematik entschärfen wird, bin mir dessen aber gar nicht so sicher. Ich setze auch nicht so ganz große Hoffnungen in die Impfungen, die da jetzt eben kommen sollen. Ich glaube nicht, dass es das Problem völlig lösen wird. Trotzdem hoffe ich, dass es abflaut und dass vielleicht auch durch eine, klingt fürchterlich, Durchseuchung der Gesellschaft dann letztlich die Infektionsproblematik abnehmen wird. Was wir stattdessen mehr im Vordergrund haben werden, und das wird eine hohe Relevanz entfalten für den Bundestagswahlkampf, ist die wirtschaftliche Problematik. Zum einen die sich immer weiter verschlechternde Lage der öffentlichen Finanzen, aber die Menschen unmittelbar viel stärker betreffend die Situation am Arbeitsmarkt. Das sieht alles sehr, sehr unerfreulich aus und da sind viele verschleppte Konkurse, wo es jetzt noch mit Kurzarbeit alles unterm Deckel gehalten wird. Das wird sich nicht bis zur Bundestagswahl halten lassen. Und insofern wird es ein Wahlkampf werden, der wahrscheinlich viel mit der wirtschaftlichen Problematik der Menschen zu tun hat. Und dann vielleicht noch zum Abschluss die Frage, wie wird die AfD dann aus 2021 herausgehen oder wo werden die Hauptthemen dann noch liegen in dem Bereich? Ich glaube, obwohl das vielleicht aus meinem Munde überraschen mag, dass wir es schaffen werden, 2021 viel geschlossener aufzutreten und auch viel geschlossener da rauszukommen, als man sich das bei den vitalen Debatten, die wir jetzt hier hatten, vorstellen würde. Ich habe das durchaus mit Bedacht getan, weil ich habe gesagt, man muss manche Dinge jetzt klären. Und wenn uns diese Disziplinierung, die ich so dringend anmahne, gelingt, und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dann kommen wir da deutlich besser raus, als sich das jetzt mancher vorstellt. Die Disziplinierungsfähigkeit sieht man übrigens daran, wie wir hier mit der Corona-Geschichte umgehen auf dem Parteitag. Da sehen Sie, dass die Partei durchaus zu disziplinfähig ist. Denn ich bin beeindruckt, wir haben ja so gut wie keine Ordnungsrufe haben müssen. Alle haben sich an die Regeln gehalten. Und wenn uns das auch im normalen politischen Geschäft gelingt, dass wir da disziplinierter auftreten, dann ist auch das Konfliktpotenzial draußen. Und ich glaube, jedem in der Partei ist bewusst, dass wir dann eben deutlich geschlossener auftreten müssen. Insofern gehe ich gar nicht
ohne Optimismus, sondern ganz im Gegenteil, mit viel Optimismus in das Wahljahr 21 rein. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort zu dem Parteitag. Ich wünsche Ihnen nächstes Jahr bei dem Wahlkampf viel Erfolg und da alles Gute. Dankeschön.